Ich habe wieder ein bisschen was mit euch vor. Und zwar würde ich ganz gerne einmal wieder ins Mentimeter gehen, der liebe. Und zwar alle, die nicht mehr im Mentimeter sind, wir haben jetzt momentan eine Zahl von 0, einmal den Code dort abscannen mit dem wunderbaren Smartphone. Das mache ich jetzt auch nochmal. Und dann kann man an unseren wunderbaren Umfragen teilnehmen. Und wenn ihr da seid, drückt einfach auf das kleine Herzchen, dann wissen wir, dass ihr da seid und dann könnt ihr an den wunderbaren Umfragen teilnehmen. Das Interaktive ist immer schön. Wer sich diesen QR-Code, wer das nicht hinkriegt, der kann gerne mit dem Browser www.menti.com eingeben. Das steht oben auf der Seite nochmal drauf und kann den Code benutzen 884524. Hier kommen schon die ersten wunderbaren Dinge hineingeflogen. Was war das Exotischste, das du je gegessen hast? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich mal Kängurufleisch gegessen. Das war für mich das Exotischste, was ich gegessen habe. Und Heuschrecken. Wobei Heuschrecken wahrscheinlich für viele schon so, ach ja, Heuschrecken. Ich meine, alle, die das Dschungelcamp gucken, die wissen, dass Heuschrecken ist da ja nichts mehr. Ziegenhirn, Kuhmagen habe ich tatsächlich auch mal gegessen. Kuhmagen fand ich auch, es war irgendwie so ein bisschen Insektenburger. Geröstete Quallen in Seetang. Holy. Was esst ihr denn? Döner mit alles, genau. Mit Schaf. Lieber Herr Tepelmann, das ist sehr schade, aber Sie können sich danach auch mit auf jeden Fall die Aufzeichnung noch angucken. Das wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben, da gehe ich von aus. Dann kann man das im Nachhinein auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Walfisch, Bärenkrebs, Känguru-Auster. Genau, da schreibt auch unser technischer Dienstleister nochmal, Jekyll, man kann es auf jeden Fall in der Aufzeichnung nochmal sehen. Also lieber Herr Tepelmann, wenn Sie jetzt gerade eine schlechte Verbindung haben, dann können Sie es nachher auf jeden Fall nochmal gucken. Krokodil, Drachenfrucht, Schlange. Wie isst man denn Schafmilcheis? Schafmilcheis, wirklich? Uiuiuiui. Wilder Spargel, Seeigel. Mein Gott, ihr esst wirklich exotische Sachen. So. Und ich würde gern von euch nochmal im Chat wissen, tatsächlich, was würdet ihr von den Rezepten, die ihr gerade gesehen habt, die euch vorgestellt wurden, am liebsten nochmal essen? Oder was würdet ihr euch am ehesten zubereiten? Sagen wir mal so, wir haben ja die Rezepte gesehen. Was würdet ihr euch am ehesten von diesen wunderbaren Rezepten zubereiten? So wunderbare Sachen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde in den Grafenberger Wald mit unseren Kindern gehen und werde mal ein paar Sachen pflücken. Und dann werden wir uns hier wunderbare Sachen zusammen mixen. Ich fand das sehr, sehr lecker. Meine Güte. Da wäre man gern dabei. Aber der ganze Chat, der weiß schon gar nicht mehr, was jetzt alles war. Was haben wir denn alles überhaupt gesehen? Was war denn da? Da waren jetzt Smoothie-Rezepte, da waren die Löwenzahnpesto. Ja, das wäre auch tatsächlich mein Go-To-Number-One. Die Löwenzahnpesto, Brennnessel-Eis natürlich für die Kids, sehr, sehr, sehr gut. Aber ich wäre auch tatsächlich, mein Favorite war auch die Löwenzahnpesto. So, und jetzt haben wir es nämlich hier, Brennnessel. Tatsächlich, ja, die meisten schreiben es mit 3N. Ich finde, es sieht befremdlich aus, Brennnessel mit 3N zu schreiben. Aber ja, das ist schon... Pesto. Anne macht die Pest. Super. Susanne macht auch die Pesto. Also ich hoffe, Anne, dass du auch die Pesto machst. Löwenzahnpesto, genau. Ja, alles ausprobieren ist tatsächlich auch für mich, einfach mal Brennnessel-Eis-Smoothie, also Brennnessel-Eis natürlich für die Kinder auf jeden Fall und auch die Löwenzahnpesto. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lecker für die Kinder. Wir können schon mal gucken, die sind nämlich jetzt gerade, ich bin ja der Übergang, ne? Und jetzt guck mal, die sind schon wieder da. Die mussten nämlich jetzt ganz schnell von der Küche nach oben rasen. Wir sind gerannt. Ihr seid gerannt, wunderbar, ihr seid wieder da, wie schön. Und es ist so lecker, also unbedingt nachkochen, unbedingt diese Rezepte auch ausprobieren. Ihr findet die Rezepte nachher auf der Homepage von den Hollerhöfen ab Montag oder Dienstag, aber ich glaube schon ab Montag, denn die Leute von den Hollerhöfen sind super schnell. Dann könnt ihr das nachkochen und ich kann nur empfehlen, Brennnessel-Eis super, Pesto, lecker, also unbedingt ausprobieren.